Wir kochen jetzt aus dem Kürbis, ähnlich wie für die Pizza Margherita, einen Sugo, aber keinen Sugo aus Tomaten, sondern einen Sugo aus Kürbis. Das wird, wenn es geschnitten ist, am Herd angebraten, in ein bisschen Olivenöl. Und dann wird es ja circa 20 Minuten gekocht oder geschmort, besser gesagt, bis der Kürbis weich ist und bis er sich aufstreichen lässt auf den Hefeteig. Ich mache also hier noch Würfel, dann würfel ich die Zwiebeln und dann werden wir das am Herd alles anbraten. Achten Sie immer gut auf Ihre Finger. Kürbisfleisch ist hart. Das kann sein, man kann auch mal leicht ausrutschen. Darum immer schön schauen, wo man schneidet und dann eben mal nicht so schön in die Kamera schauen. Auch die Zwiebel muss nicht zu fein sein, können Sie eher grob schneiden. Denn das wird ja jetzt bestimmt circa 25 Minuten am Herd auch vor sich hinschmoren. Und dann ist das alles schön weich und kann als Sugo, als Grundlage für unsere Pizza verwendet werden. So, ich gebe mal die Zwiebel hier rein, dass wir die zum Anbraten haben und gebe dann gleich noch den Knoblauch presse ich gleich mit drauf. Die Knoblauchpresse habe ich auch schon hier. Schneide mir noch den harte Teil ab, presse den Knoblauch gleich zur Zwiebel mit durch. Ich hoffe, das passiert Ihnen zu Hause auch und nicht nur mir. Lassen wir mal liegen. Gut, dass wir noch mehr Knoblauch haben. Wir haben auch schon ohne Schale, mit Schale durchgepresst. Das ist jetzt aber so großer, frischer Knoblauch. Da habe ich immer das Problem, dass sich da die Schale schlecht pressen lässt. So, hier haben wir den Knoblauch drinnen und die Zwiebel. Hier haben wir den Kürbis. Ein bisschen kann ich noch schneiden dazu. Ist heute anscheinend nicht mein Tag oder Valentin, wie man so schön sagt. Und dann werden wir das Ganze anbraten. Aber erst schneide ich noch ein bisschen, dass sie so ja, circa ein Pfund an Kürbisfleisch haben, also 500 Gramm, dass sie für eine Pizza haben. Übrigens eignet sich dieser Sugo auch hervorragend zum Eingefrieren. Das heißt, wenn Sie ja so einen gelben Zentner haben, so einen Riesenkürbis und Sie sagen, Sie möchten da mehr machen auf davon, machen Sie einen großen Topf-Sugo oder auf zwei oder dreimal, gefrieren das portionsweise ein, so viel wie Sie immer für eine Pizza benötigen. Sie können es dann frisch rausnehmen, auftauen lassen, auf die Pizza aufstreichen und dann können wir die Pizza zubereiten. Jetzt braten wir das Ganze an. Ich nehme hier Olivenöl. Vielleicht haben Sie auch gehört, Olivenöl soll nicht erhitzt werden. Aber für kurzfristiges Anbraten können Sie es ruhig mal hernehmen. Ich nehme hier zwei Esslöffel. Gewöhnen Sie sich bitte immer an, Ihr Öl mit Löffeln abzumessen. Denn so ein Esslöffel voll Öl hat gern mal 150 Kilokalorien und da macht schon was aus, ob man da so aus dem Handgelenk mal drei oder vier Esslöffel reinschüttet oder ob man wirklich nur die zwei nimmt, die man auch braucht. Aufpassen, dass es nicht zu heiß wird. Dann gebe ich hier Zwiebel und Knoblauch rein. Schade, dass wir keine Zupfvideos machen. Ah, ich lasse es gerade aus. Sonst hören Sie mich nicht mehr. Der Knoblauch gibt gleich einen ganz tollen Geschmack ab. Also wie gesagt, die Dunstabzugshaube müssen wir auslassen. Sonst könnt ihr wenig verstehen, was wir hier sagen. Ja, heute ist irgendwie der Start des springenden Kürbisses. Wenn das jetzt rundherum angebraten ist, dann gieße ich ein ganz kleines bisschen Wasser an, damit es mir nicht anbrennt. Gebe einen Deckel drauf und lasst es weich dünsten. Es ist natürlich immer abhängig davon, wie lange es dünsten muss oder braten muss, welchen Kürbis Sie verwenden und wie klein Sie Ihre Würfel schneiden. Die Kürbiswürfel sollten sich am Schluss eigentlich fast zu Mus verkocht haben,
damit man sie ähnlich wie ein Sugo aufstreichen kann. Wie gesagt, ein bisschen, jetzt haben wir hier schon überall gute Röststoffe. Vielleicht auch noch ein bisschen Salz. Salz und Pfeffer. Das erstens mal rundet es den Geschmack ab und zweitens mal zieht es auch das Wasser an sich. Das heißt, es wird auch schneller gar, was ihr da reinmachen, oder wird weicher. So, wenn das alles so gut ist, dann schalte ich die Platte runter, den Deckel auf meinen Topf und dann wird es so circa ja, 15, 20, 25 Minuten dauern, bis sich der Kürbis zerkocht hat. Dazwischen rein natürlich immer wieder mal ja, umrühren, kontrollieren, dass sich auch nichts ansetzt. Eventuell noch mal ein bisschen Wasser aufgießen, damit er auch gut garen kann. Und die letzten 5 Minuten garen wir ihn dann ohne Deckel, damit möglichst viel von der Flüssigkeit verdampft und sie möglichst viel Kürbisfleisch übrig haben. So, für unsere Kürbispizza ist der Kürbissugo mittlerweile fast fertig. Ich lasse hier mal in den Topf reinschauen. Sie sehen, die Kürbisse haben sich verkocht, werden schon ganz musig und genauso wollen wir sie dann auch haben und werden sie auf unserer Pizza jetzt dann weiterverarbeiten.